Was ist Philosophie für Karl Otto Abrecht? Also wenn wir jetzt die zwei Richtungen analytische Philosophie und an diese meine beiden Flügel in der, bei der Habilitationsschrift über die Idee der Sprache, so ist es so, dass ich denn von vornherein immer der Meinung war, dass diese technisch-scientifische oder technisch-mathematische Auffassung zwar ungeheuer wichtig sein würde, in der Zukunft auch, gerade zu beherrschen, aber dass das nicht der Standpunkt sein kann, von wo aus die Philosophie sich begründen kann, sondern dass die Philosophie, zum Beispiel eine meiner tiefsten Überzeugungen, damals schon mit der Muttersprache, mit der Umgangssprache philosophieren musste, weil dies nicht aus irgendwelchen romantischen Gründen, sondern weil dies die letzte Metasprache faktisch ist. Nicht im Sinne der Mathematik, da geht es immer weiter, endlos, da gibt es keine letzte Metasprache, es geht endlos weiter in der mathematischen Sprachtheorie. Mhm. Die hat ja an die Stelle der Reflexion hat die diese endlose Reihe der Metasprachen gesetzt. Mhm. Und für mich war aber gerade faszinierend, dass die Philosophie an die aktuelle letzte Metasprache gebunden ist. Das ist immer eine Umgangssprache. Der Umgangssprache, der Ausdruck ist nicht schön. Mhm. Ich habe damals viel Muttersprache gesagt, aber das hat auch solche Konnotationen, die in die Irre führen. Ne? Mhm. Also jedenfalls die lebendige, ja die natürliche Sprache, so, die ist faktisch die letzte Metasprache. Und die brachte ich zusammen mit der Idee des Transzendentalen, nämlich der Frage nach den letzten Bedingungen der Möglichkeit von Denken, Erkennen, Gültigkeit, ja sogar Gültigkeit, intersubjektiver Gültigkeit, dass das die lebendige Sprache sein müsse. Allerdings, da kommt dann gleich ein Thema, wo ich dann später denn doch mit anderen Leuten, die ähnliche Gedanken haben, in kritisches Verhältnis getreten bin. Ich bin nicht der Meinung, dass es die Alltagsumgangssprache, so wie sie jeweils angetroffen wird, ohne weiteres ist. Das ist nicht die Sprache der Philosophie, sondern die Reflexion muss hinzutreten. Es ist eine Streitfrage innerhalb der hermeneutischen Sprachphilosophie, wie ich später auch gesagt habe, der transzendental-pragmatischen Richtung ist es eine Streitfrage, denn ob man von der Alltagssprache so schlechthin ausgehen soll, wie sie denn gesprochen wird, sodass die sozusagen auch diktiert, was vernünftig ist und unvernünftig, was sinnvoll ist und nicht vernünftig. Das hat ein bisschen zu tun mit dem Einfluss von Wittgenstein. Mhm. Dem stehe ich kritisch gegenüber. Mhm. Auf der Ebene des Alltags, da entstehen noch gar nicht die Fragen der Philosophie. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Ja? Die entstehen erst auf der letzten Meta-Reflexionsstufe. Das ist aber jetzt nicht N plus im Sinne der Mathematik gemeint, sondern wir erreichen immer die letzte Reflexionsstufe. Die Philosophie, das bemerkt ziemlich, die redet immer über die Dinge oder über die Sprache selbst oder über die Erkenntnis mit dem Anspruch, schlechthin universaler, intersubjektiver Gültigkeit. Das tut sie einfach. Man kann nicht anders philosophieren. Und selbst, gerade wenn man zum Beispiel Skeptiker ist und Relativist, dann macht man lauter Feststellungen, die dem widersprechen, diesem Relativismus und der Skepsis. Nämlich man nimmt einfach quasi naiv in Anspruch, dass die Philosophie universale Gültigkeitsansprüche haben kann. Sie muss das haben, sie ist dazu verurteilt. Also von der höchsten Reflexionsstufe der lebendigen Sprache aus philosophiert man. Ja. Und deshalb hat man, man hat mit diesem universalen Gültigkeitsanspruch zugleich auch, würde ich meinen, schon den Schlüssel für die Aufgabe der Philosophie. Sie kann nicht irgendwie angesiedelt werden, wie es heute so schön heißt, irgendwo in der Lebenswelt, wo die Vielheit ist. Und natürlich ist da die Vielheit und die vielen Traditionen. Aber der Philosoph fragt zugleich nach, warum es diese Vielheit gibt und wie das dazu kommt und wie weit diese Vielheit reicht und ob es auch eine Einheit gibt, die einen instand setzt über die Vielheit der Traditionen, der verschiedenen Stile und Lebensformen, mit Wittgenstein zu reden, zu sprechen, darüber zu sprechen. Das ist aber die Reflexionsstufe, auf der die Philosophie immer schon angesiedelt ist. Ne?
Insofern möchte ich gerade gerne eine Frage nach vorne ziehen. Sie haben von einer lebendigen Sprache gesprochen, die quasi die Basis für diese philosophische Reflexion darstellt. Ja, sie ist einerseits die Basis, aber nicht so, wie sie vorgefunden wird. Aber nicht? Mit Reflexion. Ja, ja. Um es an einem Beispiel zu zeigen. Mhm. Nicht? Ich bin sehr beeindruckt worden durch Wittgenstein und auch inspiriert worden. Aber es gibt da einen Punkt, wo ich Wittgenstein nicht folgen kann. Mhm. Nämlich ein berühmtes Thema Wittgensteins ist, dass es keine Privatsprache geben kann. Mhm. Ja? Dass niemand allein einer Regel folgen kann, sondern Regel folgen heißt immer schon, Regel, die für andere auch gültig sein muss. Können, würde ich sagen. Können? Ja, können, das ist wichtig. Es muss eine Regelgemeinschaft da sein können. Aber bei Wittgenstein finden Sie immer nur Hinweise der Art, dass es die faktischen Lebensformen sind, die faktischen Regelbefolgungen, die sind maßgebend, so wie es gemacht wird im Alltag. Das kann aber nicht gut der Fall sein. Die Philosophie hat eine normative und kritische Dimension. Es gibt auch Regeln, die noch nicht akzeptiert sind und die nicht richtig befolgt werden. Die darf nicht verloren gehen, diese kritische und normative Dimension. Bei Wittgenstein geht sie anscheinend völlig verloren. Ja? Mhm. Ich habe mir das später klar gemacht durch den Gegensatz von Wittgenstein und Charles Peirce, Begründer des Pragmatismus, beide waren in gewisser Weise Pragmatisten. Beide rekurrierten auf Lebensform, auf Praxis und so weiter. Aber bei Wittgenstein sah das immer aus, ja, dieses Sprachspiel wird gespielt, diese Lebensform, diese. Das führte meist in einen Relativismus hinein. Während Peirce immer sagte, die Bedeutung, die für die Philosophie und die Wissenschaftstheorie maßgebend ist, ist nicht die faktische Sprachgebrauch, der ist zwar wichtig, den muss man sich klar machen, aber worum es geht, ist der normativ richtige Sprachgebrauch. Am Beispiel, die Wissenschaftler, die gefragt haben, was ist eigentlich die Zeit? Was ist eigentlich Gleichzeitigkeit? Die berühmte Frage von Einstein, was ist Gleichzeitigkeit? Da hat Peirce schon richtig gesagt, wie man dahinter kommt, nicht indem man nachsieht, wie die Leute das Wort gleichzeitig gebrauchen auf der Straße. Das ist auch interessant und da stellt man fest, dass Raum und Zeit völlig getrennt sind und dass die Auffassungen sind völlig unbrauchbar, aber für die Wissenschaft. Und Einstein hat aber Gedankenexperimente gebracht. Wie würden wir denn Gleichzeitigkeit messen? Und herauskam, die ganze spezielle Relativitätstheorie ist ein einziges Gedankenexperiment, wie wir Gleichzeitigkeit messen würden. Und da kommt heraus ein völlig neuer Begriff von Zeit und Raum, dass sie nicht getrennt sind, sondern immer aufeinander bezogen sind, dass wir gar nicht Zeit messen können, ohne gleichzeitig zu berücksichtigen die Entfernung, die wir haben zu den Ereignissen, ja. Astronomie besonders wichtig, oder umgekehrt, auch die Raummessungen immer schon die Zeit implizieren. Und da kam ein völlig neues Raumzeitkontinuum heraus. Da hat man auch gefragt, ja, wie ist der Gebrauch, aber nicht, wie ist der faktisch jetzt hier und da, das ist erstmal wichtig, aber das kann nicht maßgebend sein, sondern es müssen Gedanken, Experimente gemacht werden, die Fragen nach dem richtigen Gebrauch, den wir eigentlich machen sollten. Da ist die normative Dimension da. Mhm. Und an der Stelle bin ich dann entschieden mit Peirce und nicht mit Wittgenstein gegangen. Mhm.